Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 27. November. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir wollen heute auf das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen schauen, auch als The Beast bekannt. Wir haben hier in der Übersicht mal über die Top 15 FX-Pairs inklusive Gold, also vielmehr 14 FX-Pairs inklusive Gold. Gold aber als älteste Währung ja hier durchaus berechtigt mit dabei zu sein. Also die zwei, Gold und British Pfund Yen, hier auf der Südseite. Wir sehen generell aber eine gewisse Yen-Stärke. Das heißt, ergo, man sieht ja hier vor Gold alles Yen-Pairs. Wenn auch nur marginal. Tatsache ist aber, das britische Pfund steht hier deutlicher unter Druck als die anderen und das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen ist auch ja von dem einen oder anderen Stream-Teilnehmer ja auch ein sehr, sehr gern bewertetes, analysiertes Paar. Man nehme hier zum Beispiel nur die Qualle sozusagen. Aber wollen wir uns jetzt mal dem Wert zuwenden. Wir haben hier mit Beschau des großen Wochencharts die Situation. Und das müssen wir natürlich erstmal einfangen, das Bild ein Stück weit ohne viel Schnörkelei. Schöne Bodenbildung hier von der Finanzmarktkrise über die Jahre 2012, 11 hier hinweg. Und jetzt seither einen schönen Aufwärtsqueeze, der natürlich hier seinen Einklang fand im Sinne des Regierungswechsels, des finanzpolitischen Wechsels aus Japan. Inwiefern das alles gut ist, dass hier natürlich die Liquiditätsmaßnahmen getroffen wurden, sei zu hinterfragen, aber letztlich erfüllte sich der Zweck einer Yen-Abwertung und das eben hier exorbitanten Ausmaßes. Und wir sehen jetzt hier seit dem Verlauf hier die Marke von 195 zu überwinden und das ist hier ein sehr schönes Top hier oben, also hier vom Sommer des laufenden Handelsjahres. Hier ist definitiv eine große Barriere zu sehen, die erstmal überwunden werden muss, um hier überhaupt wieder Musik ins Währungspaar zu bringen. Kurzfristig haben wir direkt drunter liegend hier auf Wochenbasis die nächste Zone hier unmittelbar praktisch am aktuellen Preisniveau dran, die hier auf Wochenbasis auch erstmal überwunden werden müsste, um hier weitere Signale in Richtung bullischer Ausrichtung zu senden. Dennoch, wir haben per se noch einen Aufwärtstrend, das zeigt sich durch die kleinen Durchschnitte, auch durch diese jetzt hier schematisch in den Chart geholte Aufwärtstrendlinie. Also hier per se noch nichts passiert, aber er steht. Also das Währungspaar vielmehr steht doch schon ein Stück weit an der Klippe. Warum? Da gehen wir jetzt mal in den Tageschart und da hatten wir unlängst auch die Situation, okay, dass das Währungspaar hier innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals zwei Optionen hat, nach oben rauszulaufen oder nach unten zu kippen. So recht nach oben wollte es nicht. Nach unten ist es zwar auch dann letztlich gelaufen nach diesem kleinen Fehlausbruch hier über 187,35. Das jedoch dann aber auch stärker als erwartet und so wurde hier dieser Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen. Jetzt sind wir hier in dieser Zone und wenn ich mich rauszoome, wird deutlich, warum ich diese Zone hier als Fokus im Auge habe. 184,70, 185. Sie sehen hier immer wieder Zonen der Preis-Action. Und auf jeden Fall ein Level, wo man auch aktuell wieder spürt, beziehungsweise allein am Chart schon ablesen kann, dass hier der Markt eine Stabilisierung sucht. Und deswegen steht er eben buchstäblich auch an der Klippe. Denn wenn es nicht gelingen sollte, hier 184,70 Schrägstrich, wir nehmen hier speziell das Tief vom 24.11., 184,32, speziell dieses Level hier, sollte dieses Level unterschritten werden, dann muss man davon ausgehen, dass das Währungspaar zugegebenermaßen noch nicht fertig ist nach unten und hier vielmehr die Region 181,50 ansteuern dürfte, was theoretisch auch ein mögliches oder auch anzunehmendes Preisziel ist. Wir machen das nochmal ein Stück besser. Und zwar geben wir dem Markt hier noch ein bisschen Spielraum in die nächste Woche rein. Eben Obacht geben. Wir haben in der nächsten Woche eben auch hier den Beginn der Notenbanktermine. Das ist alles ein heikles Thema im Dezember. Sowohl die EZB eben nächste Woche, dann eben auch die Fed. Mitte Dezember, das sind hier alles Maßnahmen, die den Markt sicherlich in Turbulenzen bringen könnten. Aber hier mal die Situation, wenn wir eben unter 184,30, machen wir es mal so, Schrägstrich hier das Tief vom 6. November 184,19 fallen sollten, dann sieht es nicht gut aus. Und dann hat der Markt hier in jedem Falle nochmal Potenzial, gut nochmal 300 Pips, etwa 300, 400 Pips, sogar wenn es noch ein Stück tiefer geht, zurück zu korrigieren, um hier dann praktisch sogar die Tiefs vom September-Oktober auszuloten. Rein saisonal, das haben Sie vielleicht schon erspäht, bläst das Ganze hier in die gleiche Richtung. Also wir haben hier die Situation, dass der Chart, der Preis vielmehr im Chart hier an der Klippe steht und saisonal gesehen sieht das nicht gut aus bis Mitte Dezember. Das heißt hier ganz klar negativer Bias, der auch, wenn es hier zu einem neuen Tief kommt, sozusagen dann befeuert wird von der negativen Saisonalität. Das heißt hier die mögliche schwache Preisentwicklung wird hier sozusagen auch vom
saisonalen Charakter getragen. Option B, und die muss man natürlich immer haben, wäre eben hier eine abermalige Stabilisierung an diesem Level, und das würde kurzfristiges Aufwärtspotenzial, Schrägstrich ein Stück weit Ping-Pong hier, so eine Art Bodenbildung, dann gegebenenfalls mit positiven Divergenzen bis hier zum Widerstand 187,35 etwa nochmal initiieren. Das wäre aber zugegebenermaßen nur Plan B. Also der Bias zum britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen eher negativ. Sofern wir uns hier stabilisieren, sind Chancen nach oben gegeben, aber es sieht hier viel mehr aus, als hätten hier die Bären auf jeden Fall einen Vorteil auf ihrer Seite. Wie sieht es heute speziell aus? Wir haben einen Wochentag, den Freitag. Der wirft hier nicht viel Überraschendes auf beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Wir haben hier eine Pattsituation, sowohl im Overall View als auch hier auf Sicht der letzten 52 Handelswochen. Also hier kann viel passieren. Eine statistische Relevanz haben wir nicht. Im Stundenchart jedoch müssen wir mal hier das Level. Theoretisch war das nämlich mein Widerstandlevel, jetzt aber mal grün machen. Das ist eben hier die Zone 184,70, die ist sogar hier noch ein Stück weit ausgedehnt, 184,30. Das ist eine Supportzone, die eben auch hier unlängst mit dem Tief vom 6.11. eben ja dann hier auch mit 24.11. und heute hier nochmal interessant wird. Stundenchart selbst, wir sehen heute Morgen schon eine Schwäche, wir sind unterm Pivot Point. Auch hier jetzt aktuell. Nach dem Start in die European Session sieht das jetzt hier noch nicht so euphorisch aus. Die Tiefs wurden zwar zunächst gekauft, aber das sieht schon wieder alles danach aus, als würde es runtergehen. Und ja, dann laufen wir im Prinzip hier auf die interessante Preiszone zu 184,18, 184,19. Und das ist ergo dann genau die Zone, wo dann praktisch hier auch schon zum Wochenabschluss jetzt ein kleiner Sell-Off erfolgen könnte, Schrägstrich, dass sich das sogar bis in die nächste Woche trägt. Bereich 181,50, 180,80, das wäre dann interessant eben auch hier, wenn Sie diesen Wochenchart mal schauen, wenn wir diese Niveaus austesten, dann haben wir diesen kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen und per se kommt es dann eben darauf an, wie sich der Preis hier an den Tiefs vom August-September halten wird. Aber grundsätzlich wäre dann hier schon mal eine negative Zählung sozusagen möglich. Also wenn man das hier praktisch dann Bias jetzt nochmal positiv einfängt im Sinne höherer Hochs. Das war hier schon eine kleine zwischengeschaltete Korrektur. Ja, aber jetzt geht so ein Stück weit hier die Luft aus. Und das waren durchaus noch als Bullsteps zu interpretierende Bewegungen. Aber jetzt eben hier, wenn neue Tiefs kommen, dann kann das eben auch den Anlauf nehmen. Das ist aber jetzt wirklich schon fast ein Stück weit zu weit geblickt. Ich gebe Ober oder würde Obacht eben geben, wenn wir hier unter 184,30, 184,20 sacken, dass man dann eben hier diese Tiefs vom August, September im Fokus nimmt. Und dort wird es dann spannend, ob der Trendlinienbruch hier dann sich wirklich weiter zu einer Schwäche ausdehnt. Also grundsätzlich haben wir, und das muss man eben jetzt auch noch interpretieren, ein übergeordnet positives Bild. Ob jetzt hier eine große Yen-Schwäche einzieht, direkt beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken, muss abgewartet werden. Aber beim britischen Pfund sind natürlich auch hier immer wieder die Annahmen, die, wie es hier zinstechnisch im oder in UK viel mehr weitergeht. Die USA preschen ja jetzt im Dezember mit einem völlig neuen Bias nach vorne. Gab ja immer wieder Spekulationen, dass da Großbritannien noch ein Stück weit auf die Bremse tritt, dann wieder doch nicht. Es bleibt also spannend, die Spekulationen werden nicht abnehmen und das Ganze sorgt dann ergo für Preisbewegungen, die sich hier durchaus einfangen lassen. Warten wir mal ab, was heute noch passiert. Wie gesagt, der Tag interessant, die Saisonalität verspricht aber eigentlich hier dann eben den Weg nach unten. Insofern warten wir mal ab, was heute noch passiert, Schrägstrich dann insbesondere in den kommenden Wochen. Ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Resthandelstag. Kommen Sie gut ins Wochenende und wenn Sie mögen, hören wir uns dann Montag, Schrägstrich Dienstag, wenn es der Verkehr wieder nicht will, dann auf jeden Fall wieder. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen was. Beste Grüße, Christian Kämmerer und tschüss.